Ja, Erwart, sehr schön, dass du heute die Zeit gefunden hast fürs Interview. Ich hatte dich im Vorfeld ja schon informiert über den Expertenblock, die Interviewreihe. Möchte da auch nicht lange drüber reden in dem Moment, weil jetzt bist du direkt dran, dass du dich mal bitte vorstellst, à la Elevator Pitch mit den Titel, Thesen und Themen, mit denen du aktuell heute unterwegs bist. Ja, hallo Michael, vielen Dank. Ja, mein Name ist Feldhausen, geborener Holländer, aber das hört man ja, glaube ich. Ja, heutzutage Chef von NetLead, Online-Marketing-Agentur aus Berlin. Vor 15 Jahren ungefähr angefangen in Italien als Webdesigner, damals für Hotels und Restaurants und für touristische Einrichtungen unterwegs. In 2001 nach Berlin gezogen, der Liebe wegen der Liebe. Und habe dann eigentlich meine Kunden aus Italien mitgenommen nach Berlin, habe das dann mehr ausgebaut und mich auf Online-Marketing spezialisiert, also von Webdesign Richtung Online-Marketing. Gab es dafür. Sorry. Ja, heutzutage machen wir vor allem dann Beratung in AdWords, PPC, also das ganze Pay-per-Click-Thema. SEO natürlich auch sehr viel, wobei ich ja eher bekannt bin wegen meiner Konferenz, wo ich spreche für AdWords-Themen. Ja, und eigentlich so Online-Marketing-Beratung. Gab es da, um in diese Richtung zu kommen, Internetentwicklung als auch heute die heutigen Themen, irgendeine Initialzündung in deiner Vergangenheit, dass du gesagt hast, ja, ich habe da schon mal Kontakt gehabt mit den Themenwelten und eine Leidenschaft entwickelt dafür? Ja, eigentlich ist diese Initialzündung schon 30 Jahre her. Und zwar habe ich von meinen Eltern damals ein ZX Spectrum geschenkt bekommen zum Geburtstag. Und von daher war ich so ganz verrückt nach Computer an sich. Und ja gut, im Anfang natürlich auch Computerspiele, aber ich wollte dann auch gleich Maschinencode lernen naja, erstmal Basic natürlich. Hab dann auch schon einen Freund im Gymnasium, das gab natürlich kein Online, aber die hat so einen Videotextart von Dienst und da war auch schon dabei, versucht das Ding zu hacken und dann bin ich in die Uni gegangen, 90er Jahre, Anfang 90er Jahre, das war dann die erste Sache im Internet, und heute mir war Surferadministrator, da haben wir dann schon Computerspiele ausgetauscht über die Universitätsserver und ja, wir haben damals noch, da gab es dann auch das Internet, aber ohne Bilder, da musste man auch die Bilder encodieren, um sie zu sehen. Dann war die Zeit von Gopher und solche Geschichten. Ja, und dann bin ich schon langsam reingerutscht, dann bin ich immer mehr, ich war in Tourismus tätig, beziehungsweise Sport damals in Italien tätig, aber habe dann angefangen für unsere Hotels Webseiten zu bauen und er war immer schon mit Computer, also eigentlich ist diese Initialzündung ja schon vor das Vor-Online-Zeit. Wenn du heute mal schaust, die Firmen, die auf dich zukommen, kommen die mit den klassischen Wünschen, ich habe eine Website, können wir da mal Suchmaschinenoptimierung betreiben? Kommen die mit vereinzelten Themen oder geht es auch sogar um eine gesamtstrategische Beratung durch euer Haus, wo ihr sagt, ja, man muss jetzt mal gesamt den Online-Marketing-Auftritt und all das, was passiert, mal eine Strategie verpassen? Gibt es sowas auch mittlerweile? Ja, es gibt eigentlich vielleicht weniger. Also jetzt muss ich auch sagen, dass wir auch mittlerweile Gott sei Dank vielleicht auch für was größere Kunden arbeiten und da haben wir natürlich dann auch mit Inhouse-Teams zu tun. Früher, wenn ich ja angefangen habe, wie gesagt, ich komme eigentlich aus der Webentwicklung, haben dann ab 2002 eigentlich schon angefangen zu spezialisieren in Online-Marketing. Gab es das natürlich mehr, dass die Leute ein Gesamtpaket haben wollten. Aber mittlerweile, ja, viele haben ja Inhouse-Teams, viele haben schon einigermaßen eine Strategie und wollen dann eigentlich auf Akzentpunkte noch Beratung haben. Und das machen wir ja auch. Wir unterstützen auch die Inhouse-Teams mit Workshops oder was wir auch regelmäßig machen, so Interim Management, das Account-Manager von uns intern bei einer anderen Firma arbeitet eigentlich 2 oder 3 Tage in der Woche vielleicht oder ein paar Monate dann intern ist oder hat das Team einfach unterstützt mit Wissen und dann geht es einfach mehr um so kreative Ideen und das ist oft dann in unserem Fall in Search, weil wir da ja eigentlich unsere Spezialisierung sehen, aber es kann theoretisch auch in anderen Kanälen sein.
Suchmaschinenoptimierung oder Search-Bereich heißt ja heute auch immer eigentlich laufend am Ball zu bleiben, was dort in dem Fall Google als auch andere natürlich für Updates planen und vorhaben. Wie Gut, schafft ihr es? Das wäre cool. Ist, aber, ja. Wie schafft ihr es dann technisch auch gerade natürlich auch mit dem Kunden zusammen da immer auf der Höhe zu sein, weil das ist ja immer so ein, schon fast so ein kleiner Wettlauf mit dem, wo man sich da unterwerfen muss bei den Suchmaschinen, um dann bei den Webseiten die Rankings nicht zu verlieren. Oder gibt es dort Punkte, wo ihr heute sagt, ja, man ist nicht mehr so auf das technische Optimieren angewiesen, sondern es gibt nachhaltige Strategien, mit denen man im Idealfall sogar dauerhaft eine gewisse Position hält? Oder ist das wirklich Tagesjob? Naja, man weiß natürlich nie, wie es in Zukunft ausschaut, obwohl man es natürlich ein bisschen abschätzen kann. Ich denke, naja, erstens ist natürlich logisch, dass man viel liest und dass man, und das erwarte ich auch immer von unserer Kollegen, dass sie sich auch in der Freizeit mal beschäftigen mit den Zeitschriften, Website Boosting oder Sucher da oder der Internet World Business oder irgendwelche Blogs lesen und so weiter, dass sie wissen, was da so läuft in der Online-Welt. Ja. Das ist natürlich absolut, und dann erfahren wir amerikanische Blogs, ist immer noch sehr wichtig. Was ich aber auch sehr wichtig finde, ich meine, ich mache das ganze Ding schon ein bisschen länger, und ich habe schon das Gefühl, dass man dadurch ein bestimmtes Gespür dafür kriegt und eine bestimmte Einschätzung machen kann, wie ein Markt sich entwickelt oder wie eine Strategie, wie ein Online-Kanal sich entwickelt. Und natürlich macht Google sehr viele Änderungen oder führt Updates durch, aber wir haben immer versucht, eigentlich auf sichere Strategien zu setzen. Und ja, wenn man nicht so viel Risiko genommen hat oder nimmt, dann geht das auch. Dann kann man auch die Positionen schon halten. Ja. Und dann ist es eher, dass man ein bisschen besser wird manchmal, weil andere vielleicht drüber nochmal wegfallen. Und ja, das ist an sich nicht so ein großes Problem. Aber es ist natürlich, geht natürlich nur, wenn man eine relativ sichere Strategie fährt, wo ich mal auch ehrlich sagen muss, dass es manchmal auch passiert, dass Kunde vielleicht nicht auf eins ranken, weil wir vorsichtig sind. Ja, also, dass sie dadurch vielleicht in Top 5 Position schaffen, aber nicht ganz hoch, weil sie halt etwas weniger Risiko genommen haben oder nehmen. Jetzt hast du ja im Endeffekt das Internet von seinen Startversuchen bis heute wirklich im Detail mitbekommen. Inwieweit seid ihr selber als Vorbild für eure Kunden gezwungen, all dieses dort mitzumachen? Das heißt, dauerhaft immer wieder die Website zu aktualisieren, heutzutage auf Responsive-Systeme zu setzen, die Social-Media-Kanäle mit zu bedienen oder, wie du es ja selber schon angesprochen hast, als Speaker unterwegs zu sein, um dich selber als Aushängeschild zu beschreiten. Das sind ja viele Kommunikationswege, das heißt auch viel Zeit, die ihr dort hinein investieren müsst. Macht das jeder von euch separat in seinem Job im Unternehmen? Oder gibt es da auch eine gemeinsame Unternehmensstrategie, wie man sich nach außen hin zu präsentieren hat? Ich denke, dass wir das Problem haben, was die meisten Agenturen oder viele Agenturen, auf jeden Fall unsere Größe, so bis 10 Leute haben, und das ist einfach ein Zeitproblem. Und also wir haben gerade unsere Webseite wieder ein bisschen aktualisiert und haben auch responsive gemacht und rede oft hier am Tisch darüber, von, ja, was machen wir jetzt als Social Media Strategie, wir müssen doch selber eigentlich ein gutes Vorbild sein. Und ganz ehrlich, wir sind manchmal nicht das beste Vorbild für unsere eigenen Kunden, weil wir unsere eigene Webseite ein bisschen vernachlässigen. In unserem Fall ist es aber schon so, dass wir auch sagen, okay, wir müssen, Gott sei Dank, im Moment noch irgendwie wenig Sales machen, weil durch die Konferenzen und dass wir es doch ein bisschen länger machen, hat man immer so seine Kunden und man hat immer auch mal eine Empfehlung von Kunden bekommen und dann kriegt man auch von selber den Anruf. Aber wir sind sicherlich, wir sind auf einem guten Weg, also wir versuchen in unserem Team da schon eine gemeinsame Strategie und ja, ich gebe es jetzt auch im Projektmanagement immer als Task hin, um unser eigenes Marketing zu verbessern. Aber es ist verbesserungswürdig, das sage ich ganz ehrlich. Ja. Wenn du jetzt schaust, deine Speaker-Tätigkeit, die im Endeffekt ja mit parallel entstanden ist,
Kannst du so abschätzen, inwieweit die zusätzlich, wo du dann ja als Aushängeschild für dein Unternehmen dich präsentierst, auch noch vertrieblichen, sehr positiven Anklang findet? Du hast es gerade angesprochen. Gibt's da für dich auch Auswertungen, wo du sagst, ja, nach der und der Konferenz gab es anschließend 4 Visitenkarten und 3 Aufträge, die entstanden sind? Oder ist es etwas, wo man heute als Unternehmer sagen muss, wenn ich Unternehmer bin, heißt es nicht nur in meinem Kämmerlein sein, sondern auch nicht nur online, sondern ich muss auch gerade auf solche Veranstaltungen mich präsentieren und im Idealfall sogar auch was vortragen zu meinem Thema? Ja, es hilft auf jeden Fall. Also es ist natürlich schon, du sprichst ja für viele Leute und vor allem bei Konferenzen wie SMX, ja, ist ein großes Publikum und das ist natürlich auf jeden Fall gut, auf diese Art und Weise bekannt zu werden in der Online-Marketing-Welt. Es ist nicht so, absolut nicht so, dass ich jetzt nach der Konferenz denke, oh, jetzt habe ich da 10 neue Leads oder 20 neue Leads und die muss ich jetzt alle abtelefonieren und versuche aufs Gute zu bekommen. Das wäre schön, aber so ist es in der Praxis nicht. Hängt auch immer davon ab, wie man da selber auftritt. Also ich muss ehrlich sagen, bei der letzten SMX in Mailand habe ich sogar meine Visitenkarte selber vergessen. Und solange ich noch solche Fehler mache, ist brauche keine Angst haben, dass ich ein bisschen zu viel Arbeit kriege von der Konferenz. Aber das passiert halt. Und es ist nicht mein Ziel, da tausende Kunden zu finden durch diese Vorträge. Mir macht es einfach Spaß und deswegen macht man das vor allem. Aber natürlich ist es schön, wenn man so ein bisschen bekannt wird und auch mal gefragt wird in den Interviews. Wenn du jetzt schaust, ich sag mal so, ich komme ja selber auch aus dem IT-Bereich, Softwareentwicklung auch seit Anfang der 90er Jahre, man hat ja immer so ja, geäußert, dass die Techies sehr oft die sind, die im Keller sitzen, gefüttert werden, mit Aufträgen versehen werden und die Außenwelt nicht sehen. Wie schwierig war es für dich dann, in Anführungsstrichen jetzt mal, in so eine Speaker-Tätigkeit hineinzugehen? Weil das ist dann ja, sich vorne vor zig Leuten zu präsentieren, ja nochmal wieder so der nächste Schritt. Oder bist du eh vom Mensch her jemand, der sagt, habe ich kein Problem mit, ich gehe eh schon offen auf die Leute zu und da ich mein Thema ja kenne, ist alles wunderbar. Nein, ich meine, ich war auch, sage ich mal, schon ein Kellerkind, vor allem in der Studienzeit, aber ich bin auch immer gerne rausgegangen und wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich war ja auch im Sportbereich und auch als Trainer tätig und habe deswegen auch immer schon für Leute gesprochen, ich musste ja auch Tenniskurse geben an 12 oder 15 Leute gleichzeitig, 16 Leute gleichzeitig und es war auch kein Problem. Ich bin schon super nervös, sage ich ganz ehrlich, wenn ich so eine Präsentation mache. Aber ich habe nie Probleme gehabt, um irgendwie nach außen zu gehen. Aber es stimmt schon, dass der meiste richtige Programmierer vielleicht nicht unbedingt der beste Präsentator ist, oder? Wenn du jetzt mal zurückschaust, die ganze Zeit, gab es da mal eine Herausforderung, einen Lerneffekt, zu Deutsch würde man sagen, auch mal ein auf die Fresse gehen in irgendeiner Situation, mit irgendeinem Thema, mit irgendeiner Konstellation, wo du sagst, ja, das war schlimm, da ist mir ein riesen Fauxpas passiert, in irgendeiner Art und Weise, aber resultieren daraus, weil du dann gelernt hast, wieder aufzustehen oder ein Team hattest, was dir hochgeholfen hast oder Freunde, wie auch immer, dass du sagst, das, was da passiert ist, weiß ich heute sehr gut einzuschätzen und konnte es dafür nutzen, um da zu sein, wo du heute bist. Ja, das ist eine schwierige Frage. Nein, also echt ein Fauxpas ist Gott sei Dank noch nicht passiert. Wir haben ein paar eigene Projekte auch hier laufen und ja gut, da habe ich schon noch mal ein Penalty von Google geholt und solche Sachen und mit eigenen Projekten haben wir immer ein bisschen mehr Risiko genommen und ich selber auch, vor allem früher, habe da sicher mehr Risiko genommen. Ich habe dieses Wissen aber, durch mal auf die Fresse zu gehen in einem Projekt, umgesetzt. Damit, ich muss es auch machen, sage ich mal, weil sonst weiß ich nicht, welche Grenze da ist für meine Kunden. Und deswegen muss ich ja selber mit eigenen Projekten auch mal ein bisschen Risiko eingehen. Und da ist natürlich schon passiert, dass man mal Penalty gekriegt hat und mal abgestraft wurde. Aber auch Gott sei Dank, bis jetzt ist in der Öffentlichkeit noch nichts passiert, dass ich sage, okay, das hätte ich jetzt anders machen müssen und da habe ich ja, stand ich blöd da oder so.
Also sind da mehr eigene Projekte, wo mal vielleicht was passiert ist. Aber das gehört auch zum Geschäft. Also sonst, wenn ich noch nie einen Penalty gehabt habe, wie kann ich dann meine Kunden noch erzählen, wie sie einen Penalty lösen müssen oder bis welche Grenze sie gehen können. Also das muss man ja auch, denke ich, auseinandernehmen. Es ist ja jetzt auch ein sehr dynamischer Job und manchmal auch ein klassischer, wo man sagt, 8 Stunden am Tag wäre ja schön. Und gerade wenn man diese Leidenschaft ja auch erkennt, mit der du bei diesem Thema letzten Endes bist. Du hast selber deinen Sport von früher angesprochen. Nutzt du Sport heute als Ausgleich, um dem Job Tag für Tag wieder neu begegnen zu können? Oder sagst du dir da, um meine eigene Gesundheit, mein eigener Körper, da gehe ich ein bisschen sträflich mit um? Oder wie nutzt du diese Möglichkeit? Ich meine, Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich vor 3 Jahren noch 150 Kilo gewogen habe und mittlerweile wieder gut unter der 100 bin. Ich habe eine Zeit lang wirklich nur am Computer gesessen. Der erste 10 Jahre, sage ich mal, wenn ich nach Berlin gezogen bin, bis vor 3 Jahren, habe ich extrem viel am Computer, abends, lange im Büro und so weiter. Vor 3 Jahren habe ich dann gesagt, das geht so auch nicht mehr weiter und habe dann angefangen, meine Ernährung umzustellen und richtig viel Sport zu machen auch und dadurch auch etwas weniger Zeit vielleicht im Büro verbracht, aber dafür dann den Ausgleich auch mehr geholt und das geht mir jetzt auch eindeutig besser. Aber es war auch geschäftlich erstmal notwendig, um sich da eine 60, 70, 80 Stunden Woche reinzuhauen. Und nach 10 Jahren kann man dann sagen, okay, jetzt kann ich es mir auch leisten, das zu machen. Und das war für mich, ich komme ja aus dem professionellen Sport eigentlich und habe deswegen schon Disziplin auch gelernt und konnte dann auch dementsprechend meinen Körper wieder herrichten, würde ich fast sagen, und es dann auch so managen. Fantastisch. Wenn jetzt jemand im Nachgang des Interviews noch mehr über dich und deine Unternehmung kennenlernen möchte, wo findet er da was im Internet, beziehungsweise auf den sozialen Kanälen oder YouTube, und seid ihr möglicherweise für 2015 in irgendeiner Form schon auf Veranstaltungen unterwegs, du als Sprecher als Beispiel? Ja. Also ich spreche auf der SMX München auf jeden Fall über das Thema API-Automatisierung, was bei uns auch ein sehr wichtiges Thema in unserer Firma ist, weil wir versuchen viele, also wir haben in der Vergangenheit oder bauen immer noch sehr viele Tools, die auf der AdWords API auch basieren, also das ist eigentlich unsere Spezialität, so gesehen. Da spreche ich auf jeden Fall. Wahrscheinlich spreche ich noch in Holland, da gehe ich auf jeden Fall in Friends of Search, ich bin auf der SCS London wahrscheinlich, ich bin in Italien noch bei AdWords Experience, AdWords Experience heißt es, glaube ich. Das ist auch eine, muss in Italien eine größte AdWords-Veranstaltung sein. So sind es schon einige Konferenzen wieder angedacht und ja, alle anderen Informationen sind eigentlich dann auf unserer Webseite und in unserem Blog so ein bisschen. Und, ja, alle normalen Kanäle, sage ich mal. Also entweder dich unter Evert Feldhösen oder halt unter NetLead dementsprechend suchen, da findet man dann alle notwendigen Informationen. Ja. Sehr schön, dann würde ich sagen, bedanke ich mich erstmal fürs Interview, wünsche dir weiterhin diese Zielstrebigkeit im Job als auch natürlich mit deinem Körper. Hut ab, Respekt dafür, dass du da frühzeitig die Bremse gezogen hast und dann heute da wieder bist, wo du vielleicht hin wolltest als Ziel. Kann da heute nur sagen, wie gesagt, viel Gesundheit wünsche ich dir, schon frohes Fest und guten Rutsch ins neue Jahr und dann schaut man mal, vielleicht hier gibt es eine Möglichkeit, sich dann nochmal im nächsten Jahr irgendwo live kennenzulernen. Ja, das würde mich sehr viel freuen. Also ja, ich bin auf alle bekannten Konferenzen bin ich eigentlich da. Also ich denke schon, dass wir uns dann sehen. Und vielen Dank und schöne dritte Advent noch für dich und schon mal schöne Weihnachten und für alle anderen auch natürlich. Alles klar, ich danke dir, Evert. Ciao. Tschüss.